Bringt nichts. Ja, wenn er nur einen trifft, ist auch doof und die anderen zwei. Ja, ist richtig. Okay. Leute, aber noch ein Vierter? Ja, ich sehe auch vier. Ich sehe drei. Okay. Pilka, Milian, Jonas und Dadja. Alles klar. Da kam gerade noch ein Vierter. Wir werden, wie gesagt, sobald ich sage Feuer. Boah, die stehen so schön da, ne? Geht's dann los. In zwei. Haltet euch ruhig noch ein bisschen zurück. Haltet die Nerven zusammen. Ja. Reichweite einstellen. Okay, also, wenn man es so beschreiben müsste. Zwei haben einen Hunting-Backpack. Okay. Und der eine hat, glaube ich, einen roten, oder? Was hat yes. Einer hat einen roten. Und einen grünen habe ich aber auch gesehen, glaube ich. Oh, auf mich schießt der. Seid ihr im Headquarter 1? Oh, ich bin bewusstlos. Ja. Von hinten schießt einer. Entweder bei den Tannen oder im Weg. Ich sehe jemanden an den Tannen, Ja, der ist tot. Ah, ich bin auch tot. Scheiße. Okay, wo wart ihr? Verloren. Tom, bleib bei deiner Position. Es war glaube ich einer, entweder gehört der nicht zu denen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Radar-Tower geht jetzt runter. Radar-Tower runter. Doch, wenn die zum ersten Hangar rüber, also zum zweiten Hangar rüberlaufen. Komm, ich muss schnell mal nachladen, also nicht jetzt erschrecken. Wir sind wieder oben, einer ist wieder oben im Radar-Tower. Ja, ne? Da mit dem roten. Der jetzt genau, gerade so auf der Treppe. Der ist tot. David ist tot. Oh. Nein, sie haben Santi getötet. Alles wie gehabt, alles wie gehabt. Wir haben noch Position hier. War kein großer Verlust. Sind die getötet? Das ist wieder der Kunde. David, haben sie getötet. Ja, das schon. Hä? Das noch ein. Reicht doch nicht. Das ist unser Quotentoter, das muss so sein. Die brauchen viel zu lange. Die werden die Schüsse gehört haben. Ja, das kann sein. Wir könnten halt, wenn ihr Sicht auf die drei Mann habt, das sind ja drei Mann. Boah, ihr habt ja vier eigentlich gesagt. Eventuell vier. Also drei sind es definitiv. Dann müssen wir halt auf Erik warten, dass der uns noch ein bisschen unterstützt. Ich bin jetzt kurz vor dem hinteren Headquarter quasi. Mit dem kleinen. Nicht reingehen. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir halt vorgehen oder ob wir lieber abwarten. Ich würde sagen, abwarten. Würde ich auch sagen. Also die sind jetzt bei dem Gefängnis drin, wo der Tower ist, richtig? Die sind im Tower. Im Gefängnis Tower sind sie nicht mehr. Okay. David, kannst du mal bitte überprüfen, ob die sich ausloggen? Seht ihr, Sniper, seht ihr mich? Ich renne jetzt hier hinten auf das Gebäude zu. Stimmt, aber ich will hier nicht rauskennen. Auf Setquarter 2, also auf das am... Ja, auf Setquarter 2. Meint er. Ich laufe über die freie Pläne. Ne, ich liege auf der anderen Seite, also ich sehe dich nicht. Ich behalte jetzt besser auch mal den Radar-Tower im Blick. Ja, mach das. Ah, vom Headquarter 1 hinten auf der Wiese läuft noch einer. Das bin doch ich, oder? Ach, bist das du? Ja, das ist doch von der Seite. Ach, von der Seite, okay, dann hab ich das falsch verstanden. Also du bist jetzt, warte mal. Lauf mal bitte vor die Tür, okay? Bleib mal jetzt stehen. Okay, ich sitze jetzt, also ich hocke. Okay, ja. Okay, sorry, dann dachte ich wirklich den anderen. Wieder einer oben liegt und krabbelt mit einem Hunting Backpack. Radar Tower. Also, Erik, was meinst du, gehen wir vor oder nicht? Die Sniper, können ja eigentlich uns sagen, wenn sie rauskommen. Ja, ich kenne die Situation zurzeit noch nicht so genau, also. Ja, vielleicht könnte man es auch so machen, dass die Sniper einwegsnipen und dann entweder loggen die sich aus oder wir stürmen halt das Haus oder so. Oder umstellen es. Nee, stürmen will ich. Wie bitte? Stürmen will ich nicht. Wir werden jetzt dann mal... Umstellen wir es, falls rauskommt. Warte mal, sichert mal kurz mich. Tom, guck mal bitte, wohin ich hinlaufe. Ich laufe mal in Richtung die Leiche, wo David geschossen wurde. Wir gucken, ob der wirklich tot ist. Jo. Ja, der ist schon nicht mehr bewegt die ganze Zeit. Wie
hin und her robbt da oben. Ich sehe ihn nicht, also von meiner Sicht aus. Doch, gut, viel gesammelt. Ja, dann würde ich halt, wie gesagt, Sniper, habt ihr noch einen Blick auf den Tower, sobald sich da sich vertrüht, und wir, würde ich jetzt sagen, nähern uns vom hinter den Hangern. Jo. Jetzt los? Ja, ich mach Schlusslicht. Okay. Dominik, guck du mal auf den Tower, ich dreh mich mal, guck mal nach hinten. Jo. Ja, langsamer vorne, nicht so schnell. Hörst du ihn da? So, alles klar, Leute. Hinten ist bis jetzt frei. Wir gehen nochmal zwischen den Hangaren, gehen wir nochmal rein und sammeln uns und dann geht's weiter. Ich geh vor und sichere euch dann von hinten. Ja, von vorne. Okay, ich mach den Zwischenraum. Da, jetzt sitzt er. Jetzt hat er sich wieder hingelegt. Ich hab ihn auch kurz gesehen, aber da ist bei mir sind genau diese 4-5 Schränke vorne dran. Okay. Ihr bleibt mal jetzt an eurer Position. Da hinten rennt ein Zombie auf der Straße. Richtung Headquarter 2. Richtung Hangar 2, sorry. Also zu euch. Der Straße? So, okay. Erik, übernimmst du die bitte? Ja. Okay, ich sehe da gar keinen. Warte mal. Zwischen die Hangars oder durch die Hangars? Also wir sind jetzt sozusagen... Gut, hab ne. So. Wir sind jetzt, also... Zwei von mir sind noch zwischen den Hangars. Ich stehe an der Kante hinter dem Hangar in Richtung Tower. Hab keinen Blickfeld auf irgendeinem. Der liegt noch oben. Oben liegt noch einer, der guckt auf ihn. Weil kommt noch einer, noch ein Zombie angestürmt? Von da hinten? Vom ja, zu euch. Einer von euch bitte. Ja, ich hab schon. Ich hab Axthausen. So. Ist gut, hab ne. Tom, du tust mir jetzt mal einen Gefallen und sicherst mal so ein bisschen halt, nicht direkt dahin stellen, aber so mit Q und E lehnst du dich mal sozusagen vor den Hangar, falls sich da was macht, dass du den abfangst. Jo. Ich sehe leider nicht, wenn die rausrennen. Also es sind bis jetzt zwei rausgerannt. Einen habe ich hier erschossen, der liegt so ungefähr 2 Meter vom Hangar entfernt. Der ist tot. Der mit dem roten Rucksack ist noch. Meine Frage. Ja, soll ich jetzt auch schon in den Hangar da reingehen? Nein, gucken? Du sollst bloß gucken, wenn sich da vorne einer bewegt, aber wenn da einer sich bewegt, der soll dich nicht sehen. Deswegen so mit dritter Person und so und eh so rumlehnen. Was du da siehst, wenn ja, aber bewegt. Im Hangar drinne oder. Nein, zwischen den Hangern. Okay, das war meine Frage. Genau. Also wie gesagt, einer liegt hier tot, beim Hangar, obwohl, doch, der liegt noch tot da. Einer ist, glaube ich, noch im Tower und der andere befindet sich bei dem kleinen Gebäude hinter der Mauer. Hab ihn gerade gleich genau. Bildschirm sehen. Da steht dann noch eine Ecke, warte, den kann ich abschießen gleich. Schießen ab. Okay, nun. Der Backpack ist jetzt da bei dem kleinen Häuschen und der mit dem roten, großen Rucksack ist noch im Tower. Er steht genau an der Ecke. Ich muss rüberlaufen. Erik, wollen wir den mal einkesseln hier vorne? Ja, würde ich sagen. Warte, der an der Ecke steht, den schieße ich jetzt leer ab. Ja, okay, dann warten wir erstmal, ob das erfolgreich wird, wenn ich kesseln werde. Ja, mal gucken. Dann, Erik, geh schon mal zu der Position. Oh, nee, gut, wir kommen gleich. Ich bin auf dem Weg, ich stehe gleich hinter dir. Sicher bloß nach hinten. Er blutet. Okay. Er hat sich hingelegt, er kann nur noch kriechen. Das sind schon die beiden Wochen, okay. Der liegt auf jeden Fall da drinnen noch. Alles klar. Den holen wir uns jetzt ab. Sichert ihr mal bitte. Aber beim Tower bewegt sich was, glaube ich.
Ja, oben im Tower ist gerade einer raus. Einer kümmert sich jetzt mal bitte komplett Sicht auf den im Tower. Der andere schaut mal weiter den in den Mauern hin und Erik und ich, wir werden den jetzt ein bisschen einkesseln. Das ist, falls der jetzt von oben da aufsteht und uns abballert, dass ihr den sofort wegschnappt. Erik, wie machen wir das denn? Ich lauf rechts, warte mal, an der Mauer. Ich komme gerade nicht auf mich schießen, ich bin... Ja, du bist ein Bambi, das wissen wir. Östlich vom Flugfeld, ich habe eine M4, Mann, ich schieße jetzt alle auseinander, Alter. Achtung, kurze Zwischen. Ja. Zwei Clan-Spieler sind gerade gejoint. Ja, die sind die ganze Zeit schon da, okay. Die meine ich ja. Achso, okay. Jetzt machen wir mal, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die zwei hier. So, also wie gesagt, einer sichert bitte den Tower-Typen. Einer sichert den anderen Typen. Und Erik und ich, wir nehmen jetzt den anderen Typen, den du hier die Beine kaputt gebrochen hast. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe bloß vorne die Mauer. Ich sag, wenn vorne genau. Da was sehen. Und ich bleib jetzt einfach hier. Ne? Erik, ich würde sagen, ich gehe rechts an der Mauer lang, guck so rüber und du läufst, versuchst links rumzulaufen. Den langen Weg, ja? Du brauchst eh mehr Range mit deinen SKS. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo du lang willst. Also hier vorne ist ja die Mauer. Und das kleine Häuschen. Ich gehe sozusagen aufs kleine Häuschen rauf. Alles klar, ich nehme links rum. Benutzt ihr auch die... Benutzt ihr die DayZ Standalone-Map-App? Ja, auch. So, ich sehe nichts. Oh, du bist durch die Wand geglitscht. Ah, ich seh ihn. Er steht... Ja, Erik, direkt neben dir, hinter der Mauer. Okay. Der schießt auf mich. Erik, lauf mal rum. Ich sag dir, du kannst ihn dann schön erschießen. Der steht so direkt von deiner Sicht aus, wenn du die Position hast, links vom Tank. Ah, er bewegt sich. Achtung, er kommt in deine Richtung. Hab ihn getroffen, aber ich weiß nicht, ob er tot ist. Der ist jetzt in blauer Rucksack. Oh, der schießt auf die Mauer. Der ist links hinter dem kleinen Häuschen. Erik, komm. Warte, ist er noch in der Mauer? Hab ihn. Okay. Er ist tot, jetzt noch der Tower. Soll ich jetzt hier bleiben oder auch vorkommen? Komm hinterher. Ich bin am Tower. Okay. Steht noch der mit einem roten Rucksack und noch einer mit einem Hunting-Backpack, ne? Achtung, lila Rucksack M4, einer von uns. Ja, ist halt von uns, der ist von uns, der ist von uns, der ist von uns. Leute, hat David gerade gesagt. Lootest du? Ja. Sorry, Dude. Kannst du ihn verbinden? Ich hab keine Verbinde. Verbinde ihn mal, wir haben jetzt nur noch einen im Tower. Wer kommt jetzt vom Hangar? Das ist Tom. Links raus. Das bin ich. Grüner sind Rucksack, ne? Ja, oder? Also es sind jetzt, ich laufe jetzt sozusagen vorm Tower hier lang. Ja, lehn dich doch mal an die Ecke, da kannst du reingucken. Ja, ich gehe mal. Wie an dem anderen. Genau, ganz hinten. Und dann musst du nach oben gucken, schön. Siehst du zwar nur oben, okay, und ein bisschen die Treppe. Ich will euch mal einen Gefallen bitten. Also ich schnappe mir jetzt. Okay. Ich kletter die Außenleiter hoch. Die Tür ist zu. Ja, ich baller so durch. Ich will bloß halt, weil von da aus kann er glaube ich nicht erschießen. Das ist vielleicht schwer. Ich brauche einen, der hier von unten guckt. Einer steht noch im Eingang unten, ne? Ich guck gerade zur Haupttür rein. Ah, fuck, ja, sehe ich ja. Da steht noch einer mit dem Helm. Ja, okay, den sehe ich. Und einer liegt oben noch. Ich behalte den oben im Auge. Ja, oben ist der rote Rucksack. Wer hat geschossen? Das war ich. Sorry. Er blutet hier vor mir. Ich blute noch. Verbindet ihn mal bitte. Hier sind Bandagen. Hab's dir hingelegt. Gib sie ihm doch einfach jetzt. Wie bitte? Einfach ihn geben. Also einfach gleich ihn verbinden. Ja, das Problem ist bei mir irgendwie, ich krieg das meistens nicht hin. Und geb sie mir selber. Oh. Schön, Erik. Schön. Der rote liegt noch oben. Okay, ich kletter jetzt hoch. Nee, der rote kommt jetzt die Dings runter. Die Treppe. Okay, dann kletter ich hoch. Achtung, Erik. Bleib. Achtung, nee, ist oben. Hat nur eine Axt in der Hand. Schießt mal. Also ich hoffe, ich langsam rein. Der war genau über dir. Warte. Der sitzt wieder. Hat nur eine Axt in der Hand. Seid ihr irgendwo beim Funkturm oder so? Ja. Ja, ich bin nämlich auch beim Funkturm und hab die Axt in der Hand. Ist tot. Nee, am Radar-Tower oben. Ja, genau. Axt. Ich bin drin. Gut, ist okay. Das bin ich. Puls, bitte. Was haben wir dich gerade erschossen? Nö. Ja, dann warst du das nicht.
Okay. Tom, wir rennen aufs Radar-Tower zu. Wir sind ganz oben. Ich lauf gerade auf unseren komischen rot-weißen Tower hier zu, also Turm. Ja, ist ja wohl spitze. Ja, das ist der Funk-Tower. War gut. Ja, genau. Der Radar-Tower ist da direkt am Airfield neben dem Gefängnis. Ja, genau. Ich lauf gerade auf so einen Radar-Tower zu und hab eine Axt in der Hand und eine rote Jacke an. Unten den hab ich schon erwischt. Ja, Mann, hab ich richtig schön gesehen. Ja, das wird mir erkennen.